Ja, es ist wieder soweit. Sportik hat in dieser Jahreszeit eben ein Herz für den Wintersport. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, da erprobten wir selbst das waghalsige und dennoch verantwortungsvolle Skifahren, das Schussfahren mit Speed vom Gipfel ins Tal. Am besten am späten Nachmittag, wenn die Piste bereits schon leer, am besten geräumt war bzw. ist. Diese Region rund um Gerlos in Tirol lud dazu regelrecht ein. Ein Areal zum Zungeschnalzen und tief durchatmen. Für uns Berliner zum Nimmersattsehen. Der Hauptdarsteller ist mein in Berlin geborener Sohn mit der Erfahrung, einmal im Jahr für kurze Zeit auf Brettern zu stehen. Hinzu kommt das riskante Manöver, vor 13 Jahren mit relativ großen, schweren und teuren Kameras das Gelände zu bewältigen. Wenn auf Anhieb des hohen Tempos wegen die Aufnahmen nicht gelingen, so fragt es sich, ob die Kondition für eine zweite Fahrt gegeben ist. Die Kamera sollte ruhig zwischen den Beinen gehalten werden, auf gar keinen Fall etwa im gezoomten Modus bewegt werden. Es bedarf schon gewisser Kameraerfahrung, sie im richtigen Winkel, also nicht zu tief und nicht zu hoch zu halten. Der Betrachter soll ja von den Aufnahmen auch etwas haben. Gefilmt wurde früher im 4:3 Format. Garantiert wurden die Bilder vor Jahren 2002 schon einmal in unserer regelmäßigen Sendung TV Sport in Berlin ausgestrahlt. Doch vom Ereignis her war das schon etwas Besonderes, etwas Einmaliges, zu damaliger Zeit eben. Machen wir uns zuvor von den Umständen hier ein Bild, um uns den Spaß und die Freude nicht verderben zu lassen. Sollten Sie urteilen, das sei doch zu leichtsinnig, bitte verurteilen Sie das nicht. Der Protagonist hat eine gewisse Sicherheit. Mit einem Jahr fuhr er auf des Vaters Rücken durch diese Gegend und mit 3 Jahren stand er selbst auf den Skiern. Welch rasante Entwicklung der Junge doch genommen hat. Soweit das Auge reicht, hoch droben auf dem Berge, die hier rund um Gerlos sind alle miteinander verbunden. Eine Arena mit wunderschönem Ausblick von Gerlos, dem Eeskogel, zur Fürstalm und das im Verbund von Königslautern bis Zell am See. Ab Dezember 2002 kommt sogar die Gerlos-Platte hinzu. Die Schneeverhältnisse und auch das Wetter könnten jetzt Anfang April 2002 nicht besser sein. Ein Grund auch für Flachland-Tiroler, für uns Berliner, Besonderes zu vollbringen. Zum Beispiel eine Schussfahrt im Rennformat, allerdings im Rennstil mit Kamera. Nur wer macht's? Der Alte von TV Sport in Berlin hat es früher bewiesen, welch rasanter Skiläufer er einmal war. Nach einer Bandscheibenoperation und mit einer neuen Hüfte probiert er es heuer, ob es überhaupt noch geht. Fragezeichen, ja, es geht tatsächlich auch mit Ersatzteilen. Selbst zitiert er sich oft als schwerhörig, kurzsichtig und mit 2 linken Händen. Hier beweist er zumindest, dass er es einmal gut gekonnt haben muss. Ein weiteres vermessenes Zitat des Alten: Ich liebe die Gefahr. Ganz so draufgängerisch, wild und unvermessen ist Sohn Florian nun wirklich nicht. Dennoch, wenn einer weit fortgeschritten und in der Bewegungssicherheit zu Hause ist, ist es Florian. Nur hat er die Kameraerfahrung wie Vatan? Na, der soll's lieber sein lassen. Florians erste 2-mal ging übrigens schief. Geübt kann man sagen. Die Kamera das erste Mal zu hoch und beim 2. Mal zu tief gehalten. Beim 3. Mal Top-Geschwindigkeit, leider aber in Teleeinstellungen. Im gezoomten Bereich leider nichts fürs Auge und unsere verwöhnten Zuschauer. Aber Florian kommt auf uns zu. Naja, und das sieht ja ganz gut aus. Also, Junge, du machst und kein anderer. Und wir sind gespannt. Es muss eine ganz tolle Rennfahrt werden. Nachdem ich jetzt halt 3 bis 4 Mal versucht habe, die Abfahrt, die steilste und die größte Abfahrt der Fürstalm, ein bisschen
filmreif darzustellen, werde ich es jetzt das vierte Mal versuchen. Ich hoffe, es klappt. Hier werde ich jetzt runterfahren mit der Kamera, hoffentlich sicher und hoffentlich gut, sodass es zum Präsentieren bereit sein kann. Das Wunderwerk, mit dem gefahren wird. Und auf geht's. Erstmal ein bisschen auf Tempo kommen hier. Natürlich erstmal ein bisschen auf Tempo kommen. Hier sieht man schon mal ein bisschen was von der Steile. Und hier geht's jetzt noch weiter runter. Imposante Strecke eigentlich. Hier sieht man jetzt noch einen ganz steilen Hang. Deswegen gibt es hier auch viele Strecken, wo man wunderbar Schuss fahren kann. Auf den nächsten kleinen Rinden wieder heraufzufahren. Oh, jetzt geht die Menschen ganz auf Tempo. Hier ist man schon auf die 90 km/h zugegangen. Hast du Berg hinauf? Jawohl. So. Und runter. Es ist übrigens 16 Uhr, die Pisten sind deswegen wunderbar leer. Deswegen vielleicht doch gut, dass es viermal gescheitert ist. So. Jetzt kommen wir gleich auf eine wunderbare Schussstrecke, wo sich gerade viele super lahme Leute drauf bewegen. Aber die werden wir schon kriegen. So, Kamera, fangen alles gut ein. Gehen wir kurz gucken, ob hier ein paar Leute sind. Nein, Vorsicht! Kleine Hügelchen noch mit dabei. Das ist ein Wahnsinnstempo. Jetzt sind wir hier schon am letzten Steil und am letzten Abhang dieser Fürstalmfahrt. Jetzt gleich nochmal richtig Schuss hin. Wo wir uns jetzt plötzlich schon jetzt fallen lassen können und auf die 100 km/h zu gehen. Wow! TV Sport in Berlin fährt hier ein Tempo von 130 km/h. Unglaublich! Du befindest dich jetzt zwischen meinen Skiern und fährst direkt aufs Restaurant der Fürstalm zu. Traumhaft! Wow! Brillant! Wow! Denn da kann man immer gut speisen. So, den Hügel nehmen wir noch mit hier. Und jetzt nochmal ein letztes Mal Schuss. Und dann können wir nochmal richtig auf die Tube drücken. Und fahren hier auf unseren Lieblingssonnenplatz hoch. Wo Tommy auch gerade filmt. Und das ist natürlich herrlich. Wow. Gut, zugegeben, ohne Ersatzteile gibt's eben auch